Düsseldorf ist eine internationale, eine weltoffene Stadt und das sieht man eben auch am gastronomischen Angebot. Es gibt hier Küche aus aller Herren Länder und beim Metro gibt es eben auch tatsächlich die Zutaten für jede Art von Küche. Hier gibt es Fleisch, Köstlichkeiten aus der ganzen Welt und das passt natürlich zum gastronomischen Angebot einer so internationalen Stadt wie Düsseldorf. Und worauf ich auch immer gerne hinweise, Metro ist eben auch ein sehr, sehr guter Corporate Citizen in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Meinem Team, was wirklich im letzten halben Jahr rund um die Uhr teilweise hier gearbeitet hat, gilt mein allergrößter Dank. Als wir angefangen haben zu zeigen, wo wir hingehen, als wir angefangen haben zu zeigen, was wird und als der Kunde unsere Vision verstanden hat, da wurde das Ganze deutlich besser. Da haben unsere Kunden gesagt, macht weiter so, das wird super, aber macht schnell. Deshalb gilt dieser Dank auch all meinen Kunden, die das mit uns durchgestanden haben. Sie haben die Herausforderung zur Chance dadurch gemacht, dass Sie das Thema der Digitalisierung sehr proaktiv mit Ihren Kunden auch besprechen, die Chancen aufzeigen und es dann auch in die Alltagshandlung, sprich auch in einen solchen Markt, überführen. Viele von uns sind ja auch digital unterwegs als Endkunden und erwarten in zunehmendem Maße, dass auch unser gastronomischer Betrieb sich auf diese Anforderungen einstellt und der erwartet natürlich von seinem Händler, dass das auch dort abgebildet wird. Metro ist ja nicht nur Großmarkt, Metro ist nicht nur FSD, sprich Depots und Zustellung. Metro ist auch nicht nur Außendienstmitarbeiter, die eine der beiden Kanäle bespielen. Und Metro ist auch nicht nur ein Webshop. Metro ist nämlich alles das in einem. Um dann alle vier Kanäle, die ich eben genannt habe, Großmarkt, Außendienst, FSD, Multichannel, dann auch eine Ausrichtung zu geben, machen wir das an dem Leitkunden der Gastronomie. Und so ist entstanden, dass wir gesagt haben, wir werden der führende Marktplatz für die Gastronomie in Deutschland. Wir haben angefangen vor anderthalb Jahren in Nürnberg, haben zwei Märkte umgebaut, haben unterschiedlichste Ansätze getestet und haben dann hier in Düsseldorf vor dem Umbau nochmal was ganz Neues gemacht. Wir haben ca. 40 Mitarbeiter inklusive Store-Mitarbeiter, inklusive Außendienst, inklusive Zentralmitarbeiter, Einkauf, Marketing, woher auch immer, in ein Containerdorf gesetzt, weit weg von der Zentrale, zumindest mal 20 Kilometer. Und die haben rein aus Kundensicht an der Customer Journey entlang sich gehangelt, was sind die Pain Points unserer Kunden, haben mit den Kunden gesprochen und haben in kurzen, agilen Tests dann das, was theoretisch erarbeitet wurde, auch getestet mit dem Kunden. Und so ist zum Beispiel entstanden, dass wir mittlerweile einen Gastronomieeingang haben, kein Profi-Eingang. Und neben dem Eingang ist der Ausgang. Das erhöht die Effizienz des Einkaufs für den Gastronomen schon alleine beim Parken. Rödelheim, Frankfurt wird dieses Jahr noch umgebaut, haben wir gerade gestern die Freigabe bekommen von dem Vorstand. Von den Sortimenten haben wir natürlich auch den Gastronomen zugehört und viel analysiert. Wir haben ja mit BI ein super Analyseteam und im Einkauf auch sehr viele Experten und haben dann festgestellt, dass wir in dem ganzen Bereich Regionalität, Ausbaufähigkeit haben. Das sieht man hier im Markt und vielen anderen Märkten auch. Internationale Sortimente wie Asien extrem unterpräsentiert sind bei Metro. Auch die bauen wir aus, sehr gut sichtbar in dem Großmarkt. Übergeordnet ist es aber so, dass wir insbesondere den ultrafrischen Bereich ausbauen, weil da ist der Bedarf der Kunden sehr groß. Und ich denke mal, dass wir bis 2023, vielleicht jetzt auch 2024, so circa 80% des Umsatzes dann auch wirklich auf die Zielstrategie umgestellt haben. Bautechnisch haben wir es zum allerersten Mal geschafft, einen Metro-Gastromarkt in einen Metromarkt zu bauen. Virtuell, da der Gastronom einen eigenen Eingang hat, kann er 85% seines Umsatzes mit den ersten zwei Trockensortimentsgondeln eigentlich abfrühstücken, so gesagt. Allerwichtigste Änderungen sind die Mitarbeiter. Das sind die gleichen, das sind dieselben Menschen, aber die Mitarbeiter im Großmarkt, mit jedem Großmarkt, den wir umstellen und gestern auch auf der Managementkonferenz, alle Geschäftsleiter, alle Manager bringen bei uns eine Gastronomieschule. Das heißt, wir qualifizieren unsere Mitarbeiter, dass sie verstehen, wie ein Gastronom tickt. Ganz ehrlich gesagt macht mich das, wenn ich das sagen darf, auch persönlich stolz. Und wie schnell es die deutschen Mitarbeiter geschafft haben, wieder aufzustehen, wieder kreativ zu sein, die Angst wegzulegen, neue Ideen zu entwickeln.
Das ist phänomenal und das darf ich, glaube ich, sagen. 11 Punkte Engagement Index, dieses Jahr Zuwachs, letztes Jahr 5. Das ist ein phänomenaler Wert. Da habe ich Respekt vor jedem Mitarbeiter, vor jedem Manager, der beigetragen hat, das wirklich auch nach vorne zu bringen.